Ich habe mich heute sehr auf Beatrix Schell gefreut, die, wie sie selbst sagt, aus ihrer Leidenschaft für gutes Essen, Wein und Reisen ihren Beruf gemacht hat. Deswegen, ich glaube, es kann niemand besser erklären, was Genussreisen ist, als du, Beatrix. Ich versuche mal. Wie viel Zeit gibst du mir? Ich erzähle euch gerne über die Firma. Also wir sind ein Spezialveranstalter. Genussreisen heißt unsere Firma. Und wir haben uns auf kulinarische Reisen spezialisiert. Also der Name ist unser Programm, ganz klar. Was wir versuchen zu tun, ist, authentische Reiseerlebnisse zu schaffen. Also unsere Kunden übernachten nicht in großen Massenhotels, sondern wir versuchen wirklich Häuser zu finden mit Boutique-Charakter, mit individuellen Zügen, oft auch familiengeführt und immer im Vordergrund dieses kulinarische Erlebnis. Und du hast Wort gehalten und du bist nicht mit leeren Händen heute hier, sondern du hast uns was mitgebracht. Ich lese nur Sehnsucht Südtirol. Was genau ist das? Sehnsucht Südtirol ist unser neues Produkt und dieses Produkt reagiert auf die Pandemiezeit. Diese Zeit ist sehr herausfordernd für uns, für alle in der Touristikindustrie und ganz besonders für uns als Veranstalter, selbstverständlich auch für andere Kollegen. Wir reisen im Augenblick nicht. Wir haben aber so viel zu erzählen. Wir von Genussreisen seit über 15 Jahren auf den kulinarischen Pfaden unterwegs. Wir haben so viel zu zeigen und so beschlossen wir, dass wir all unser Können, all die Spezialitäten einer Region in so eine Box packen und mit nach Hause schicken. Jeder Kunde bekommt von uns eine solche Box mit den Zutaten für die jeweilige virtuelle Reise. Und so führen wir den Kunden praktisch über die Geschichte des jeweiligen Landes, über die kulinarischen Highlights und die Spezialitäten. Und all diese Zutaten findet man in dieser Ich wollte Box. gerade sagen, dann nimm du mich jetzt mal bitte auf die Reise. Und zwar, es geht wohin? Also Es geht nach Südtirol. Südtirol. Also die Box heißt Sehnsucht Südtirol. Also viele haben vermutlich wahnsinnig Sehnsucht nach Südtirol, nach dem guten Wein. Den haben wir natürlich in der Box. Und auch nach kulinarischen Spezialitäten. Und ich habe hier einen Weißwein. Das Und heißt, zwar. ihr kennt die Leute, die hinter diesen Produkten stehen, kennt ihr auch alle persönlich? Absolut. Also aufgrund unseren Reisen, wie vorhin auch schon erzählt, wir versuchen die einzelnen Bausteine so zusammenzubauen, dass du nach 3, 4 Tagen, wenn du wieder nach Hause kommst, dich eigentlich als Experte für ein bestimmtes Reiseland titulieren kannst, weil du all die Spezialitäten kennenlernen konntest und mit Menschen sprechen konntest, die all diese Köstlichkeiten in harter Handarbeit zum Teil herstellen. Das hier zum Beispiel, dieser Rotwein, der kommt von dem Weingut Manincourt. Und weißt du, was Manincourt heißt? Nein. Hand aufs Herz. Übersetzt. Und das ist ein Weingut, biodynamisch. Die Winzer arbeiten mit homöopathischen Mitteln. Es ist gut für uns, für unser Körper, Seele. Heutzutage sprechen wir ja sehr stark darüber, wie wir uns auch optimieren können, was können wir Gutes für uns selbst tun. Und mit diesem Wein tun wir auch ein Stück weit gut für unsere Seele, aber auch für unseren Körper. Dann habe ich hier was ganz Besonderes, und zwar Käsespezialitäten. Ich weiß nicht, ob du das Wort Käseaffineur schon mal gehört hast. Ja, habe ich, aber erzähl mir mal darüber, bitte. Ein Käseaffineur ist nicht einer, der den Käse macht, sondern er kauft den Käse und sorgt für den Käse in seinem Käsebunker. Dort lässt er den Käse reifen. Und nicht nur die Reifung ist seine Aufgabe, sondern er kreiert verschiedene Käsespezialitäten, indem er einfach das Käseleib nimmt, so wie er vom Senner bekommt. Und dann, so wie hier zum Beispiel, er umhüllt den Käse mit Bienenwachs. Und das ist ein Rotschmierkäse zum Beispiel, innen, also etwas stinkig, könnte man beinahe sagen. Und diese Bienenwachsummantelung, die gibt dann eine Harmonie, eine Balance, eine Mildheit, das haut jeden um. Und das passt sehr gut sowohl zu dem weißen als auch zu dem roten Wein. Beatrix, Südtirol ist für mich Knödeln. Hast du mir welche mitgebracht oder? Natürlich habe ich Knödel dabei, ist ja klar. Wir sollten auch probieren, weil das ja auch eine der Spezialitäten aus Südtirol ist. Und bevor wir das aber tun, lass uns doch erstmal einen Schluck Wein trinken. So, lass uns einen Schluck trinken. Und bei uns, bei jedem Wein, wird auch eine Weinverkostung gemacht. Und die Weinverkostung ist von unserem Sommelier-Reiseleiter geleitet. Und wir schauen erstmal natürlich die Farbe des Weines an und dann kommt der Duft ins Spiel. Und ich weiß nicht, ob du wusstest, dass wir über
1000 verschiedenen Düfte mit unserer Nase in der Lage sind zu erfassen. Also deswegen lohnt es sich hier auf jeden Fall ein bisschen länger zu verweilen. Und erst danach kommt dann die Zunge ins Spiel. Und die Zunge, die ist ziemlich armselig dran, weil da können wir nur 4 verschiedene Geschmacksrichtungen feststellen. Ja. Das ist süß, salzig, bitter und sauer. Und in der Mitte ist das sogenannte Umami, ja, also der Volumen des Weines. Und so trinken wir einen Schluck, bevor es dann auf die kulinarische Reise mit dem Knödel weitergeht. Lecker. Ja, 14,5%, das haut ordentlich rein. Ja, ich habe heute schon mit Arndt, also ich stehe noch immer. Und hier haben wir ja unsere Spezialität. Das sind jetzt die berühmten Knödel. Absolut, die berühmten, Knödel. Also berühmten Knödel nicht, aber jeder natürlich in Südtirol wird sicherlich den einen oder anderen Knödel essen. Hier hast du auch eine Gabel. Und, ich brauche kein Messer. Nein, du brauchst kein Messer. Es gehört nicht nur zur Tradition, sondern es gehört zum guten Ton. Damit wollen wir zeigen, dass der Knödel so gut gelungen ist, so fluffig fein, dass du kein Messer brauchst, um dieses Stück wunderbare Köstlichkeit festhalten zu können. Also in diesem Sinne, einen guten Appetit, zum Wohl, und ich freue mich auf die nächste Genussreise. Ich wollte aber auch noch fragen, das heißt, heute haben wir Südtirol in der Box. Habt ihr auch noch andere Destinationen oder wie geht das bei euch? Ja, wir haben selbstverständlich, unser Portfolio ist riesig in Europa und wir bilden anhand der Boxen so viele Regionen wie möglich ab. Also wenn jemand schon immer auf die Trüffeljagd gehen wollte und wissen wollte, wie das überhaupt funktioniert oder gerne auch einen Barolo probieren wollte, zu teuer bis jetzt war, dem empfehle ich unbedingt, unsere Piemont-Reise mitzumachen. Wir haben auch, mein Gott, ganz viele tolle Destinationen, unter anderem Slowenien. Da haben wir einen Orangewein. Also über den Orangewein könnte ich dir sehr, sehr lange erzählen. Es ist was ganz Besonderes, denn der Wein wird in Amphoren ausgebaut, also so wie die alten Römer. Also ich würde dann sagen, ich bestelle mir diese Box und beiß jetzt in diesen Knödel rein. Guten Appetit. Sehr gut. Also guten Appetit.